Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zum Vortrag zur sozialen Revolution als Konzept im Anarchismus. Ja, Revolution ist ein großes Wort, ne? Also das ist schon die Frage heute, wer glaubt denn daran, dass die Gesellschaft halt grundsätzlich anders werden kann, besser werden kann, in eine emanzipatorische Richtung? Das ist, glaube ich, die Frage im Hintergrund. Sollte man sich überhaupt mit Revolution, so einem großen, komischen Wort beschäftigen, oder ist das nicht eigentlich alles total verstaubt? Hier auf dem Bild seht ihr zum Beispiel auch so ein Gebäude, ne? Da steht hier so dran, ne? Die soziale Revolution ist kein Relikt der Vergangenheit, sie ist die Gegenwart und Zukunft der Welt. Und das ist alles so grau und auch so abrissgebäudemäßig. Also für mich verkörpert das Bild eigentlich ganz gut tatsächlich, dass das Thema so ein bisschen so einen angestaubten Touch haben könnte. Also wer glaubt eben heute noch an so eine umfassende Revolution? Aber ich möchte das halt gerne so mit neuem Inhalt füllen und in dem Vortrag jetzt deutlich machen, warum sich das lohnt, halt weiter in solchen großen Kategorien zu denken und es deswegen so ein bisschen bunt zu machen. Genau, das ist die Idee dahinter. Und ich habe dann auch so eine Gliederung vorbereitet, nämlich eben Annäherung an den Revolutionsbegriff. Dann kurz zur Paradoxie der Politik, weil Politik auch so ein ganz komisches Ding ist als Begriff, um das besser zu verstehen, oder um soziale Revolutionen besser verstehen zu können. Es ist auch wichtig, was wir für ein Politikverständnis haben. Dann eben dieses Konzept der sozialen Revolution im Anarchismus, also das, worum es dann eigentlich geht, was sind da so Merkmale. Und schließlich noch die Frage, kann dieser Vorstellung von sozialer Revolution so ein gemeinsamer Nenner im Anarchismus sein? Und noch einen Abgleich mit anderen linksemanzipatorischen so Transformationstheorien, also Theorien zur Gesellschaftsveränderung, weil ich eben da zeigen will, dass das eigentlich eine sehr aktuelle Sache ist. Okay, alles klar. So viel dazu und ich fange dann mal an mit dem ersten Teil. Ja. Also Annäherung an den Revolutionsbegriff. Ne? Ich habe da so eine Untersuchung gemacht und die beruhte darauf, dass ich einfach mir Publikationen angeschaut habe, also Bücher, 183 waren das innerhalb von 5 Jahren, die erschienen sind, also neu erschienen sind oder eben neu aufgelegt wurden. Und die habe ich alle also gesammelt nach dem Stichwort Revolution im Titel oder Untertitel. Ja, also, dann habe ich die angeordnet und versucht, quasi verschiedenen Vorstellungen zuzuordnen, also auch immer mit den jeweiligen Beschreibungen von diesen Büchern. Weil ich jetzt nicht erst in so ein Wissenschaftsbuch reinschauen wollte, um zu wissen, was sagt irgendeine Wissenschaftlerin oder so dazu, zu diesem Revolutionsbegriff, sondern halt eher, was ist so im Alltagsverstand der Leute, also was denken Leute im Allgemeinen über Revolution. Deswegen dachte ich, schaue mir einfach alle Bücher an, die das im Titel oder Untertitel haben und ordne die ein bisschen zu. Also was haben wir da zum Beispiel? Ja, wir haben da sowas wie, ihr seht das hier auf der Folie, ja, die Knödelrevolution oder die Revolution der Geldanlage oder the Self-Care Revolution oder Entzünde Azusa, macht dich bereit für eine neue Jesus-Revolution. Also ihr merkt schon, das sind sehr interessante revolutionäre Sachen. Und hier geht's, worum geht's hier eigentlich? Ich habe das genannt, das ist die private, individuelle Lebensführung und Konsum, ja. Auch so Esoterik, Beratung. Also da soll irgendwas ganz, ganz krass anders werden und das wird dann als Revolution verstanden. Naja, der zweite Bereich, der ist eigentlich genauso skurril. Da geht es um Unternehmensführung und Management. Also zum Beispiel Revolution, ja bitte. Und Singularity, Leadership, digitale Revolution überleben. Und The Meaning, Revolution, Leading with the Power of Purpose. Also wie Manager und andere Bosse quasi ihr Unternehmen umstrukturieren können, damit sie das halt gut leiten können. Denn ne, wir wissen, im Kapitalismus frisst natürlich so das eine Unternehmen das andere. Man braucht dauernd eine Erneuerung und deswegen muss man sich dauernd verändern. Und das ist dann halt schon wieder revolutionär, also in der Vorstellung von diesen Leuten. Eine dritte Sache ist das, das kennt ihr ja sicherlich alle, die sogenannte industrielle oder technische Revolution und auch wissenschaftliche Innovation. Ja, so wie hier die Tesla-Revolution oder die Blockchain-Revolution oder die zweite Quantenrevolution. Das klingt schon alles ganz mächtig. Und ja, das stimmt, natürlich so Erfindungen ändern das Leben total krass, unser Zusammenleben. Ja, die Eisenbahn, das Feuer, das Rad.
was für Erfindungen alles sozusagen. Ja, das Smartphone, das verändert die Form, wie wir zusammenleben, unglaublich. Wir verstehen das teilweise erst Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte später, was so eine Erfindung mit der Gesellschaft macht. Deswegen passiert da wirklich unheimlich viel. Aber habe ich mir gesagt, so der Begriff Revolution dafür anzuwenden, das weiß ich nicht, ob das wirklich passt. Also da habe ich eine andere Vorstellung, weil das ja nicht zwangsläufig einfach so passiert. Genau, es wird halt unterstellt, dass so ein Fortschritt einfach natürlicherweise kommt, sozusagen, wie so automatisch oder so. Und das glaube ich eigentlich nicht unbedingt. Dann gibt es so eine vierte Kategorie, ne, systemimmanente politische Wandlungsprozesse, habe ich das genannt. Also da gibt es zum Beispiel das Buch von Emmanuel Macron, ne? Revolution, wir kämpfen für Frankreich und Bernie Sanders, unsere Revolution und Papst Franziskus, eine Revolution von oben, besonders interessant finde ich. Also, worum geht's? Der Papst macht eine Revolution, so halt. Macron macht eine Revolution für Frankreich oder auch Bernie Sanders ist vielleicht so ein ganz netter Onkel, ne? Den kennt ihr ja auch, aber so eine Revolution ist jetzt so ein bisschen sozialdemokratische Politik, selbst in den USA trotzdem nicht. Also, das ist doch ganz ziemlich komisch, dachte ich, warum wird denn das als Revolution beschrieben? Es wird halt bloß eine Partei oder eine Führungsfigur gegen eine andere ausgetauscht und dann wird halt so getan, als wäre das jetzt eine Revolution. Aber Revolution bedeutet ja, dass sich an den Strukturen was verändert. Und deswegen finde ich sozusagen, innerhalb des Systems wird was verändert, aber eigentlich bleibt der ganze Laden gleich und es wird bloß so getan. Man nimmt sich dieses Revolutionswort, um zu sagen, dass irgendwas Krasses passiert ist. So. Die größte Kategorie, die wahrscheinlich euch auch am vertrautesten ist, ne, mit so Titeln wie die Deutsche Revolution 1918-90, die Friedliche Revolution zur deutschen Einheit, Bayerische Revolution oder eben auch die Französische Revolution immer wieder. Das ist so der Bereich der Geschichte, ne, Geschichtswissenschaft. Also das kennt ihr wahrscheinlich alle. Da kommt auch dieser Begriff von Revolution her. Die heutige Gesellschaftsform ist ja tatsächlich auch durch Revolution entstanden, ne? Durch die bürgerlichen Revolutionen im 18. und 19. Jahrhundert. Und so hat sich der Nationalstaat, der Kapitalismus weltweit ausgedehnt. Das waren schon revolutionäre Vorgänge, auch 1819 meinetwegen schon so revolutionäre Situationen auch in Deutschland. Insofern behandelt die Geschichte schon tatsächlich auch Revolutionen. Aber das ist eben das Problem daran, sie behandelt die immer nur als abgeschlossene Sachen. Also die Frage, wie wir uns heute verhalten sollen, was heute revolutionär ist oder sowas in der Art, die stellt so eine geschichtliche Betrachtung nie, weil es eben immer nur diese abgeschlossenen Bereiche sind. Da gibt es dann vielleicht auch verschiedene Interpretationen, aber die helfen uns nicht unbedingt für ein Verständnis, was heute Revolution ist. Trotzdem ist sehr wichtig, sich mit Geschichte zu beschäftigen, um das zu verstehen. Also sprich, wenn es um soziale Revolution geht, da kommt dann so die letzte Kategorie rein. Ja, hier Women in the Egypt Revolution, Rojava, genau, Nasty Woman Feminism Resistance and Revolution in Trump's America oder die Care-Revolution. Also das sind zum Beispiel Titel, wo ich merke, das geht am ehesten in die Richtung von meinem Bauchgefühl her, von der Idee von sozialer Revolution. Da geht es um so Veränderungen in der sozialen Struktur und um soziale Bewegungen. Also sprich, das fokussiert jetzt nicht erstmal auf den Staat oder so. Es fokussiert auf aktuelle Ereignisse, wo Leute sich selber organisieren und einen Kampf führen. Aber ihr seht schon anhand von diesen Titeln, dass der Begriff trotzdem unklar ist. Das können sehr verschiedene Sachen darunter verstanden werden. Da gibt es nicht so eine einheitliche Sache. Und deswegen mache ich ja auch den Vortrag, um den Begriff so ein bisschen mich weiter anzunähern. Also, wenn wir das nochmal anschauen, diese Kategorien. Ich habe sechs verschiedene gefunden, ja, und diese Buchtitel da alle eingeteilt sozusagen. Es ist ein Wort, aber es sind eigentlich sechs Begriffe, muss man sagen. Also der unternehmerische Revolutionsbegriff, der ist halt anders als dieser privat-konsumistische oder eben auch als der naturwissenschaftlich-technische. Das sind andere Begriffe als jetzt eben dieser staatspolitische, wie eben Papst Franziskus und Macron oder dieser geschichtswissenschaftliche Begriff oder eben dieser sozialpolitische Revolutionsbegriff, das, was wir jetzt zuletzt hatten. Ein Wort, aber eigentlich verschiedene Begriffe. Und trotzdem habe ich mich dann gefragt, naja, aber warum nimmt man denn überhaupt dann das gleiche Wort, also Revolution, für die Werbung bis zur Lebensführung, bis zur Management-Umstrukturierung oder technischen Entwicklung?
Oder eben auch für Basisbewegung von unten. Warum nimmt man denn dann ein Wort? Was beinhaltet das? Das sind die Punkte, die ihr hier seht. Also, vielleicht gibt es noch mehr. Wie gesagt, der Begriff ist halt mit ganz vielen Bedeutungen aufgeladen. Aber das eine ist auf jeden Fall die Kontrollierbarkeit. Ja, Revolution erscheint eigentlich fast wie so eine Art Welle, wie so eine Riesenwelle, die auf uns zuprescht. Und man merkt, scheiße, die Dinge, die geraten uns eigentlich aus den Händen. So, wir wissen gar nicht so richtig, was wir jetzt machen sollen. Alles wird halt anders gefühlt. Und man möchte das aber kontrollieren, auch mit der Revolution. Das sagt ja zum Beispiel auch diese Managementführung, ne? Also sozusagen das Unternehmen kontrollieren oder eben das individuelle Leben und so weiter. Dann der zweite Punkt ist die Handlungsfähigkeit, natürlich damit verknüpft. Also in diesen Ereignissen, die uns so den Boden unter den Füßen quasi wegziehen, trotzdem handlungsfähig zu sein, obwohl Unsicherheitsfaktoren sind und sich die Rahmenbedingungen ändern, das Heft sozusagen in die Hand zu nehmen und voranzugehen. Dann drittens die Neuartigkeit. Ne? Also kann man sich vorstellen, bei Revolution soll eben alles ganz anders werden und das ist auch so das Gefühl von den Leuten. Aber wenn man mal sich tatsächlich mehr noch damit beschäftigt, stellt ihr dann fest, es ist gar nicht so, dass die Revolution alles komplett ganz anders macht, sondern Leute, die Revolution machen, halten eigentlich genauso auch an bestimmten Traditionen fest. Also wollen zum Beispiel eine alte Ordnung auch zum Teil wiederherstellen, die sie gefährdet sehen mit dieser Revolution. Ich rede hier noch gar nicht von den Rechten, von der konservativen Revolution, sondern alle Revolutionäre oder alle Revolutionen beginnen halt dann, wenn Menschen einfach auch traditionelle Sachen auch in Gefahr sehen und deswegen halt revolutionär werden. Und dann werden die Dinge auch ganz anders. Also das ist eine ganz komische Mischung aus Alten und Neuen, was da zusammenkommt. Ähnlich auch mit der Zeit. Also Revolution gerade in der Geschichte, da habt ihr vielleicht so das Bild, okay, das ist der Sturm auf die Bastille in der Französischen Revolution oder der Sturm auf das Winterpalais in der Russischen Revolution, so wo irgend so ein militärischer Putsch oder so stattfindet und das war dann die Revolution und dann ist die neue Gesellschaft da. Aber das ist eigentlich wirklich totaler Quatsch. Natürlich gibt es solche Ereignisse, die beiden waren sowieso inszeniert jetzt, diese beiden Beispiele, aber natürlich gibt es auch große Ereignisse wie Kämpfe oder sowas in der Art, aber das ist halt bloß die Spitze sozusagen des Eisberges, dieses Ereignis halt, ne? Dass irgendjemand irgendeine Republik ausruft oder sowas. Das ist immer nur die Spitze des Eisberges. Viel interessanter ist eigentlich, was drunter liegt, dieser ganze Prozess, der teilweise jahrzehntelang vorher quasi abläuft. Also wie zum Beispiel jetzt in Belarusland oder so oder letztes Jahr und heute auch in Chile. Da ist es ja nicht so, dass die Leute plötzlich erkennen, dass sie was verändern wollen, sondern über Jahrzehnte hat sich da halt unterschwellig Widerstand eben aufgebaut und der bricht dann eben ab einem gewissen Zeitpunkt heraus. Und das ist ein ganz langer Prozess vorher, aber auch nachher. Selbst wenn es zu einem Regimewechsel oder sowas in der Art kommt, gehen die Auseinandersetzungen darum ja weiter, wie die Gesellschaft aussehen soll. Dann ist nicht alles fertig. Und so haben wir eine ganz interessante Gleichzeitigkeit zwischen eben Revolution als ein Ereignis und als ein Prozess. Es geht beides ineinander. Und das Letzte ist die Ordnungsfunktion. Ja, also Konservative haben ganz oft gesagt, so ihr Sozialistin oder Demokratin oder Revolutionäre oder so in der Zeit, es ist ja ganz okay, ihr wollt Freiheit und Gleichheit für alle Menschen zum Beispiel. Sagen wir mal, okay, teilen wir nicht, aber sind ja ganz, ganz noble Ansprüche. Aber wenn ihr wirklich die Revolution entfesselt, dann wird alles in Chaos versinken und ihr werdet eure eigenen Ansprüche gar nicht mehr realisieren können. Alle Leute werden sich nur noch gegenseitig auf die Köpfe hauen und das bringt überhaupt nichts. Ihr werdet halt nur Chaos entfachen. Aber auf der Seite der Revolutionärinnen sieht es genau andersrum aus. Die sagen, wir leben hier heute zum Beispiel in einer Klassengesellschaft, Klimakatastrophe, sonstige Probleme, die diese Gesellschaft mit sich bringt. Eigentlich ist diese Form von Gesellschaft, in der wir heute leben, das reinste Chaos. Und natürlich gibt es eine Ordnung, aber die Ordnung ist halt Herrschaft. Die kann halt nur mit Macht und Gewalt quasi diese Teilung aufrechterhalten und unterdrücken. Und deswegen ist es keine eigentliche Ordnung. Und deswegen zielt die Revolution darauf, eine Ordnung zu schaffen, die eben wirklich funktioniert und nicht mit Gewalt zusammengehalten werden muss. Also sehen wir, schafft die Revolution Chaos oder Ordnung? Das ist sehr umstritten sozusagen und an welchen Punkten.
Also das sind so ganz große Charakteristika von Revolution im Allgemeinen. Und jetzt würde ich weitermachen mit dem zweiten Punkt. Es geht ja um soziale Revolutionen und um das besser verstehen zu können, ist es wichtig, sich kurz mal mit Politik zu beschäftigen, in aller Kürze. Also es war nämlich so, dass schon im frühen Sozialismus Politik machen äußerst umstritten war. Also man sieht es hier zum Beispiel schon in diesem Zitat vom Kommunistischen Manifest so, auch da steht, dass es eigentlich um die Abschaffung von Politik gehen soll. Also die frühen Sozialisten waren sehr skeptisch gegenüber dem Politikmachen insgesamt und dementsprechend auch der Anarchismus, der sich dann daraus entwickelt hat. Und zwar in seinen ganz verschiedenen Facetten. Also sowohl bei den Individualistinnen oder Anarchosyndikalismus, Kommunismus und andere Ansätze gab es eine Skepsis gegenüber dem Politikmachen. Weil Politik da ganz stark mit dem Staat verknüpft war, natürlich mit der Organisation in Parteien und wie man sich zu dem System verhält, in dem man ist. Aber auch, weil es eine politische Logik gibt, sich zu organisieren, hierarchisch oder eben in der Form von der Entscheidungsfindung, die sehr kritisch beäugt wurde von Anarchistinnen. Und dementsprechend gibt es ganz viele Statements, vor allem von frühen Anarchistinnen, die sagen, sozusagen, wir haben keinen Bock auf Politik, wir wollen keine Politik machen und richten uns gegen die Politik. Worunter sie vor allem auch eine Parteipolitik verstanden, aber diese Logik geht darüber hinaus. Und auf der anderen Seite gibt es zugleich auch Anarchisten, die halt sagen, es gilt darum, eine andere Politik zu machen, um Kapitalismus und Staat abzuschaffen. Wie in diesem Zitat von Peter Kropotkin, der halt sagt, um das Privateigentum anzutasten, um Staat und Kapitalismus zu überwinden, müssen wir einen anderen Modus für die Politik finden. Also einen der Selbstorganisation in autonomen, dezentralen, miteinander föderierten Kommunen. Und insofern zeigt das schon, dass auch im Anarchismus es da so eine Unklarheit gibt, so eine Spannung, was Politik selber angeht. Ich persönlich verwende so ein hartes oder realistisches Politikverständnis, was davon ausgeht, dass Politik immer Machtkämpfe ist und Leute ganz unterschiedliche Machtressourcen haben, ökonomische, politische Ressourcen, die sie da reinbringen und das quasi eine Situation der Ungleichheit ist. Also auch wenn es Kompromisse gibt und Verhandlungen, auch dann sozusagen ist es eine der Ungleichen und stellt halt einen bestimmten Status quo eigentlich vor allem her in der Politik. Worum es aber geht, ist jetzt nicht Politik gut oder schlecht oder sowas in der Art, sondern zu verstehen, was das ist. Vielleicht muss man auch mit dieser Definition trotzdem auch Politik machen, auch aus anarchistischer Perspektive. Denn worum es geht, ist Politik als ein Herrschaftsverhältnis zu verstehen. Also der Politik gegenüber skeptisch zu sein, bedeutet einer Gesellschaft gegenüber skeptisch zu sein und sie abzulehnen, in der Politik ein Herrschaftsverhältnis ist. Und man überwindet das nur, indem man den Charakter der Herrschaft in der Gesellschaft insgesamt überwindet. Jetzt hat Saul Newman eine ganz gute Theorie, Gebäude entwickelt, wo er Politik und Antipolitik gegenübersetzt. Also er sagt, wenn wir Politik definieren, zum Beispiel so wie ich es eben gemacht habe, eben als ein Machtkampf von unterschiedlichen Interessen, die sehr unterschiedliche, wo die Gruppen sehr unterschiedliche Ressourcen haben. Wenn wir das so definieren, dann entsteht automatisch das andere von Politik. Antipolitik nennt er das. Das sind vor allem Utopie und Ethik. Während auf der Seite der Politik, so würde ich dann sagen, vor allem sowas wie Strategie und Programme stehen. Ich finde, dieses Schema macht total viel Sinn, weil es erklärt, warum im Anarchismus so ein Unbehagen mit der Politik ist. Es geht eben nicht darum, einfach nur irgendwelche Interessen gegen irgendwelche anderen Leute durchzusetzen, sondern eben sehr kritisch auf die Bedingungen zu schauen, unter denen Politik gemacht wird. Und ich denke, dieses Utopische und Ethische ist im Anarchismus tatsächlich sehr stark ausgeprägt und stellt die Politik immer in Frage. Der Saul Newman sagt, da ist ein notwendiges Spannungsverhältnis wie so eine Kluft zwischen beiden. Man kann nicht einfach eine utopische oder ethische Politik machen und Ethik und Utopie können nicht einfach politisch sozusagen verhandelt werden, sondern da ist eine Spannung und gerade aus dieser Spannung entstünde dann eine anarchistische Politik der Autonomie, so nennt er das. Also eine Politik oder der Versuch,
aus bestimmten Ordnungen herauszustreben, auch aus den Logiken, und an die Stelle etwas anderes zu setzen, also eine Form von Selbstorganisation, autonome, dezentrale, miteinander zusammengeschlossene Gemeinschaften, die natürlich auch ihre Angelegenheiten regeln sollen. Ob man das am Ende dann Politik wieder nennt oder nicht, ist, wie ich versucht habe darzustellen, im Endeffekt nicht so wichtig, sondern was wir für ein Verständnis davon haben. Ich persönlich denke nicht, dass es mehr oder wirkliche oder richtige oder bessere Politik zu machen gilt, sondern ich würde sagen, Politik ist immer ein Problem, aber vielleicht muss man sie eben aus Notwendigkeit machen, um aus der Herrschaftsordnung, den Herrschaftsverhältnissen herauszustreben. Und das ist das, worum es geht, und zeigt, wie widersprüchlich eben das Politikverständnis ist. Und das ist wichtig zu wissen, wenn es jetzt im Folgenden um die soziale Revolution geht. Okay, soziale Revolution. Meine These ist, dass der Begriff und das Konzept der sozialen Revolution im Anarchismus hervorgeht aus einer Auseinandersetzung, aus Debatten und Erfahrungen gegenüber sozialer Evolution auf der einen Seite und politischer Revolution auf der anderen Seite, wobei die politische Reform etwas dazwischen ist. Was meine ich damit? Okay, ich will es mal versuchen, kurz auf den Punkt zu bringen. Soziale Evolution. Anarchistinnen gehen davon aus, dass die Gesellschaft sich von selber quasi weiterentwickelt, eigendynamisch. Ne? Das bedeutet nicht, dass es einfach so passiert, sondern es sind natürlich ganz verschiedene Gruppen, die auf bestimmte Weisen handeln und etwas erfinden, sich selber organisieren in Stadtteilen, da Erfindungen machen, wie sie sich zum Beispiel organisieren können, wie sie ihr Zusammenleben gestalten oder ihre Produktionsformen. Und dazu brauchst du erstmal gar keine äußere Regulierung, sondern Gemeinschaften machen das auf ihre Weise selber und das führt zu Weiterentwicklungen. Die Vorstellung, dass das alles in so einen sozialen Fortschritt mündet und es dann so ein One-Way-Ticket ist, alles wird immer besser, die müssen wir heute in Frage stellen. Das ist natürlich kein eindimensionaler Prozess, sondern es geht darum, sich für bestimmte Dinge zu entscheiden, intentional. Aber das ist der Gedanke der sozialen Evolution. Gesellschaft entwickelt sich selber weiter und Anarchistinnen haben eben Strukturen der Herrschaft, Staat, Kapitalismus, das Patriarchat und so weiter als Hemmnisse gesehen für die freie Entwicklung der Gesellschaft. Und somit haben sie sich, so, das habe ich ganz oft gelesen, als Hebammen verstanden, um die soziale Revolution die soziale Evolution quasi aus der Evolution eine Revolution zu machen und die zum Leben zu bringen. Also die soziale Evolution, da wächst ganz lange, wie so ein Kind im Mutterleib, heran. Und dann kommt die Geburt, das ist die soziale Revolution, die dann hervorbringt, was die ganze Zeit vorher aber schon gewachsen ist. Es bedeutet aber, dass es in eine bestimmte Richtung gepusht werden soll, wenn es emanzipatorisch sein soll. Deswegen ist soziale Revolution nochmal was anderes als die soziale Evolution. In der Mitte hätten wir dann die politische Reform. Anarchistinnen fangen ja dort an, wo sie stehen, also machen ihre Aktivitäten auch im Kleinen, zum Beispiel in so einem Stadtteil oder in kleinen Gruppen, in kleinen Organisationsformen. Und das ist das Konkrete, das ist die wirkliche Veränderung, die dann stattfinden soll. Und es sind eben scheinbar diese ganz kleinen Sachen, die da den Unterschied machen. Also sowieso, glaube ich, bei sozialer Revolution geht es darum, dass wir verstehen, dass die ganzen kleinen Dinge, die wir tun, trotzdem in so einem großen Kontext der Gesellschaftsveränderung stehen. Und darum geht es. Aber es soll eben ein qualitativer Unterschied sein zur politischen Reform. Und zwar deswegen, weil bei einer Reform appelliert man eben trotzdem immer wieder an Institutionen der Herrschaft oder den Staat, dies und das halt durchzusetzen. Stattdessen zielt soziale Revolution darauf ab, auch Dinge im kleinen und im unmittelbaren Umfeld anzufangen und zu verändern und zu organisieren, aber eben selbst organisiert und selbstbestimmt. Und das ist eine andere Form als die politische Reform. Und als drittes eben, also so diese Abgrenzung soziale Revolution, politische Reform ist dazwischen. Politische Revolution meint natürlich ganz oft schon bei Sozialistinnen die Übernahme der Staatsmacht, um dann zum Beispiel den Sozialismus einzuführen. Und das hat auch bestimmte Gründe, denn die Institutionen und Verhältnisse der Herrschaft sind sehr mächtig.
Deswegen liegt der Gedanke nahe zu sagen, ja, um tatsächlich die Verhältnisse grundsätzlich zu ändern, müssen wir uns diese Macht aneignen, um sie dann abbauen zu können. Aber Anarchistinnen haben gesagt und sagen, dass es so nicht funktionieren kann. Und zwar aus mehreren Gründen. Einerseits, wenn wir uns den Mitteln der Herrschaftsordnung bedienen, werden wir nicht in eine freie Gesellschaft kommen, die ohne Herrschaft funktioniert. Zweitens haben sie auch gesagt, dass es so nicht funktionieren kann, weil es immer durch die Durchsetzung bestimmter Vorstellungen wieder neue Minderheiten generiert werden oder Leute, die halt untergebuttert werden, und die werden sich dann wieder gegen die Revolution richten. Und das kann eben nicht das Ding sein. Und damit zusammenhängt auch, dass Anarchisten eben nicht die anderen anführen wollen, wie so eine Avantgarde, um dann zu sagen, das ist jetzt die neue gute Gesellschaft und das sollte ich euch jetzt alle anschließen und so weiter, sondern dass sie den Ansatz haben, eine Veränderung, die muss von verschiedenen Gruppen selber ausgehen, die sich emanzipieren und diese Revolution tragen. Und trotzdem soll die aber in eine bestimmte Richtung münden, also in eine emanzipatorische Richtung, eine solidarische, freiheitliche, gleiche Gesellschaft. Und das bedeutet, dass aus dieser Auseinandersetzung, dieser Vorstellung von sozialer Evolution und politischer Revolution, das wurde beides sich darauf bezogen, aber die soziale Revolution ist eben etwas dazwischen. Es bedeutet, darauf zu vertrauen, dass sich die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung selber entwickelt und in eine wünschenswerte Richtung, wenn eben diese Hemmnisse, die Strukturen der Herrschaft, die Privilegien der herrschenden Klassen, wenn die abgebaut sind. Und das soll dann aber intentional geschehen. Also es müssen Menschen schon diese Sachen in eine gewisse Richtung pushen, Vorschläge machen, Ideen geben, Bildung und Organisation machen, damit das auch gelingen kann. Und das ist, wie gesagt, was qualitativ anderes als die politische Reform, die auch erstmal im Kleinen eben scheinbar ansetzt. Jetzt sehen wir, dass es so ganz verschiedene Felder sozialrevolutionärer Veränderungen gibt. Ja, es ist die Politik, die vielleicht sogar abgeschafft oder zumindest eben ganz grundlegend verändert werden soll, die ihren Herrschaftscharakter verlieren soll. Und genauso wichtig, selbstverständlich, die Wirtschaft, die es grundsätzlich umzustrukturieren geben soll, wie das eben auch Anarchistinnen und andere Revolutionärinnen gemacht haben, in der Übernahme eben von Fabriken oder eben der Umverteilung von Land und solchen Geschichten. Die Ethik ist auch besonders wichtig im Anarchismus. Die hat sich auch zu verändern. Also von einer Konkurrenzgesellschaft zum Beispiel hin zu einer freien Kooperation. Und das hat auch was damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Dann die Kultur. Also zum Beispiel die Form von Konsumkultur, die wir heutzutage haben, die eben unsere Defizite eigentlich die ganze Zeit kompensiert. Auch die müsste sich verändern. Oder eben eine Kultur, die nicht nur sozusagen, wo es viel Geld irgendwie für eine Oberklasse gibt, sondern die für alle wirklich zugänglich ist und von allen Menschen auch gemacht wird. Dann die gesellschaftlichen Naturverhältnisse. Ne? Wie gehen Menschen mit der Natur um? In welchem Verhältnis stehen sie dazu? Und ich bin eigentlich schon absolut davon überzeugt, dass es möglich ist, in einer friedlichen Koexistenz mit allen Lebensformen zu leben. Als Menschen, aber das bedeutet, dass sich unser Leben auch sehr grundsätzlich verändern muss, angefangen bei unserem Verhältnis zur Natur. Das Gleiche betrifft auch die Geschlechterverhältnisse und die Herkunftsverhältnisse, ne? Aus welchen Ländern Leute kommen oder welchen Status sie damit verbunden haben aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer zugeschriebenen Herkunft oder Hautfarbe. Das sind auch sehr wichtige Sachen, weil da geht es an unsere Persönlichkeiten ran und da ist ganz viel unterdrückt in dieser Form von Gesellschaft, was sich eben verändern kann, damit wir einen freien Umgang als gleiche Menschen haben. Und das bedeutet auch eine Veränderung des Verhältnisses von Einzelnen zur Gemeinschaft, also diesen scheinbaren Gegensatz meiner eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu denen der Gemeinschaft aufzuheben und zu sehen, wie beides miteinander gelingen kann. Und schließlich, damit zusammenhängt, bedeutet es eine Veränderung von uns als Subjekten, also als Menschen, die wir in einer bestimmten Gesellschaft geformt sind. Wir alle müssen uns auch verändern, aber das soll im Anarchismus nicht durch irgendeinen Umerziehungsquatsch oder so passieren, sondern indem Menschen sich selber entwickeln, in Auseinandersetzung miteinander vereinbaren, wie sie sich weiterentwickeln können. Jetzt gibt es 5 wichtige Dimensionen in allen Vorstellungen von Revolution, auf die
Anarchistinnen mit diesem Vorstellung von sozialer Revolution bestimmte Antworten haben. Das ist jetzt ein bisschen abstrakter, ein bisschen theoretisch, aber ich glaube, das macht viel Sinn und vielleicht könnt ihr dem auch folgen. Also das eine ist die Zeitlichkeit und Geschichte, das zweite Dekonstruktion, das dritte habe ich Innen und Außen genannt, dann Ziele und Mittel und die revolutionären Subjekte, also die Leute und Gruppen, die Revolution machen und wie man damit umgeht. Zu dem ersten, das hatte ich am Anfang ja schon mal gesagt, Zeitlichkeit und Geschichte bewegt sich zwischen Ereignis und Prozess. Es ist eben beides die soziale Revolution. Sie ist auch ein Ereignis, ne? Sie streckt sich nicht über Jahrhunderte oder Jahrzehnte hin, sondern da passieren Sachen, ne? Zum Beispiel Platzbesetzungen oder sowas in der Art oder Hausbesetzung oder in einer Institution wird halt vergesellschaftet und so. Da passieren auch Kämpfe und so weiter. Natürlich passieren Sachen in einem kurzen Zeitraum, wo ganz viel möglich wird. Aber Anarchistinnen haben betont, dass es eigentlich um den Prozess geht, um das Vorher und das Nachher, um die jahrelange Organisierung und Bildung von Menschen und aber auch, wenn Dinge sich verändern, das eben weiterzutreiben in eine emanzipatorische Richtung. Und deswegen würde ich das nennen revolutionäre Zeitlichkeit im Modus der Vorwegnahme, also sich schon heute so zu organisieren und so zu orientieren, dass wir mit den kleinen Dingen, die wir tun, zu einer anderen Gesellschaft kommen. Dann zweitens die Dekonstruktion. Die bewegt sich zwischen Negation und Konstruktion. Auch das ist eine ganz lange und große Debatte jetzt unter Sozialistinnen oder auch Anarchistinnen. Wie steht das in dem Verhältnis? Denn ist es klar, es gibt heute eben Institutionen, die grundsätzlich unnütz sind für eine kommende freie Gesellschaft, die tatsächlich abgeschafft werden müssen, inklusive der Privilegien der herrschenden Klassen. Und das ist eben sehr schwierig, daran zu kommen. Es gibt Dinge, die haben einfach keinen Gewinn für eine kommende Gesellschaft, die Anarchistinnen erstreben. Und trotzdem betonen sie viel stärker eigentlich die Seite der Konstruktion. Soziale Revolution heißt viel stärker, etwas aufzubauen. Wenn etwas eben zerstört oder negiert oder abgeschafft werden soll, dann nur damit Raum gegeben wird, um neue Institutionen und neue Beziehungen zu entwickeln. Aber eben nicht in so einer Folge wie erst was wegräumen und dann was Neues entwickeln, sondern zugleich soll etwas Neues entwickelt werden. Und darauf liegt die eigentliche Betonung, also eine Negation zur Entfaltung eben dieser wirklich konstruktiven Aspekte von sozialer Revolution. Das ist ganz wichtig, um unser oft herkömmliches Vorstellungen von Revolution in Frage zu stellen. Dann drittens dieses Innen und Außen. Da habe ich auch so ein bisschen kompliziertere Worte gewählt, Transzendenz und Immanenz. Das ist die Frage, worauf man sich bezieht. In anderen Revolutionsvorstellungen geht es darum, dass irgendwann nach der Revolution die befreite Gesellschaft oder sowas entstehen soll. Aber die dann auch wo ganz anders ist oder an einem anderen Ort. Im Anarchismus stattdessen geht es ganz stark darauf, auf die Beziehung und die Dinge heute zu fokussieren. Natürlich ist da vieles ganz gebrochen und halt widersprüchlich und so weiter. Aber es gibt keine anderen Leute außer die, die gerade da sind. Wir haben auch keine anderen Gruppen außer die, die gerade da sind. Natürlich können wir das weiterentwickeln, aber nur ausgehend von dem, was da ist. Und das bedeutet der Fokus auf die Immanenz, also auf die vorhandenen Leute und Gruppen. Mit denen passiert eine Veränderung oder es passiert gar keine. Und genau. Also sozusagen der Fokus liegt auf die gegebenen Bedingungen, aber mit einem utopischen Überschuss, so könnte man sagen. Also natürlich gibt es auch dieses Element, dass wir uns eine ganz andere Gesellschaft nicht einfach so vorstellen können, sondern dass sie immer anders sein wird, als wir es uns vorstellen können. Also dieses utopische Moment treibt die Entwicklung quasi voran, die wir in der Gegenwart haben. Der vierte Punkt, Ziele und Mittel. Das ist eine ganz große Diskussion, vor allem auch im Anarchismus, weil Anarchistinnen sagen, dass die Mittel, die wir wählen, den Zielen entsprechen sollen, die wir anstreben und umgekehrt. Das ist total wichtig, weil sonst ist es eine entfremdete Form von Handlung. Das, wo wir hinwollen, soll sich schon in dem verkörpern, was wir heute machen. Dafür gibt es so diesen Fachbegriff präfigurative Politik, der sich so in den letzten Jahren etabliert hat. Und das ist schwierig, diese Ziele und Mittel zu vermitteln oder miteinander in Verbindung zu bringen. Das Gegenteil wäre davon,
dieses der Zweck heiligt die Mittel. Also wir machen irgendwas sozusagen, damit wir was erreichen. Und das wollen Anarchisten nicht, weil sie sagen, so diskreditiert quasi dann eine schlechte Sache, in Anführungsstrichen, das eigentliche Ziel. Aber auch die Ziele können zu einem Selbstzweck werden. Also jede politisch gestartete Band oder autonomes Zentrum oder sonstige Gruppe kann zu einem Selbstzweck werden und sich nur noch um sich selber kreisen und damit aber den Anspruch aufgeben, die Gesellschaft grundsätzlich zu verändern. Also es soll weder die Heiligung der Mittel sein, noch ein Selbstzweck, sondern die Mittel sollen wozu dienen, die wir wählen oder die Anarchistinnen wählen. Genau, und das ist natürlich einfach gesagt, zu sagen, wir machen das jetzt einfach so, unsere Mittel entsprechen unseren Zielen. So einfach ist es natürlich nicht in der Praxis, schon mal, weil wir in einer Gesellschaft von Herrschaft leben. Das bedeutet, es braucht immer wieder eine Vermittlung tatsächlich, immer wieder einen Abgleich und diese Frage, entsprechen die Sachen, die wir tun oder wollen, den Sachen, die wir wollen, das, wo wir hinwollen, dem Strategien und Methoden, die wir wählen. Also diese Diskussion kann nie aufhören, sondern muss immer weitergeführt werden. Und das ist das Entscheidende, das eben auf dem Schirm zu haben, dass es nicht die eine Praktik gibt, die halt an sich zum Beispiel richtig ist, sondern sich immer wieder die Frage zu stellen, was machen wir, warum machen wir das, um was, damit wir was erreichen und entspricht es einander. Und der letzte Punkt, revolutionäre Subjekte. Also da könnte es eben auf der einen Seite eine klare Bestimmung eben dieses revolutionären Subjekts geben, also der Gruppen, die die Revolution machen. Und in klassischen Revolutionsvorstellungen war das auch so, dass dann klar gesagt wurde, zum Beispiel das Proletariat macht die Revolution. Mit einer deutlichen Vorstellung sozusagen, wie das organisiert werden muss, nämlich mit einer Avantgarde, die dann diese Gruppe eben anführt. Und das wollen Anarchisten nicht. Sie wollen eine Vielfalt und eine Selbstermächtigung der verschiedenen Subjekte. Also es geht darum, dass ganz verschiedene Gruppen von Herrschaft betroffen sind und zwar auch auf unterschiedliche Weise. Die sollen sich für sich aus ihrer Position heraus stark machen, ermächtigen und dann zusammenschließen. Aber sie sollen nicht eben in so eine einheitliche Gruppe, sondern sie sollen vielfältig bleiben. Und das bedeutet, dass Anarchisten für eine Pluralität von revolutionären Subjekten ausgehen, von revolutionären Gruppen oder potenziell revolutionären Gruppen, dass eigentlich sozusagen die eigentliche sozialrevolutionäre Arbeit ist, diese Gruppen, denen Bewusstsein von sich zu ermöglichen, dass die sich zusammenschließen, auf Augenhöhe gleichberechtigt. Wenn die sich zusammenschließen, können sie die Bedingungen der Herrschaft insgesamt angreifen. Was ich mir jetzt dann frage, ist, inwiefern dieser Begriff der sozialen Revolution auch Sinn gibt, den zu nehmen, um den als gemeinsamen Nenner für verschiedene anarchistische Ansätze zu begreifen. Also Anarchismus ist ja sehr, sehr vielfältig, heterogen, da gibt es verschiedene Strömungen und die Frage ist für mich, was ist ein gemeinsamer Nenner? Das ist jetzt keine Ja-Nein-Frage, sondern es ist eben bei Begriffen, ne, wie so einem großen Begriff der sozialen Revolution, der auch verknüpft ist mit anderen Begriffen, direkte Aktion, präfigurative Politik, Selbstorganisation, solche Dinge habe ich ja schon genannt. Es ist die Frage, wie wir den füllen. Und es ist wichtig, mit solchen Begriffen zu arbeiten, damit wir uns verständigen, wie zum Beispiel Gesellschaft radikal verändert werden kann. Und das bedeutet für mich auch, verschiedene Ansätze zusammenzubringen. Und was könnte da ein gemeinsamer Nenner sein? Das ist nur ein Vorschlag, jetzt noch nicht zu Ende gedacht. Da gibt es natürlich auch, wie immer, verschiedene Ansichten zu diesem Thema. Aber ich würde das, wie gesagt, mal in den Raum werfen, ob soziale Revolution nicht so ein gemeinsamer Nenner sein könnte. Also nur ganz kurz, wir hätten da eben den anarchistischen Syndikalismus, den anarchistischen Individualismus, den Mutualismus, den kommunitären Anarchismus und den Anarcho-Kommunismus. Die funktionieren alle ein bisschen unterschiedlich. Das müsste ich an einer anderen Stelle nochmal ausführen. Aber die Frage ist, ob das sozusagen, ob die sich einigen können auf so einen Begriff der sozialen Revolution. Ich glaube, wenn wir den erneuern, also wenn wir diesen Begriff mit neuen Inhalten füllen wollen, dann gilt es, in all diese Richtungen zu blicken und sich die Frage zu stellen, ob die nicht alle sozusagen was zu sagen haben, was dazu beiträgt, so eine umfassende Gesellschaftsveränderung denkbar zu machen, vorstellbar zu machen und dann auch uns praktische Beispiele zu geben, wie das halt gelingen kann. Genau. Also ich glaube, was die auch verbindet, sind bestimmte Organisationsprinzipien. Ich nenne die jetzt mal nur Autonomie,
Dezentralität, Föderalismus, Freiwilligkeit und Horizontalität, das sind große Stichworte, nur Wörter auch wieder, aber hinter diesen Worten verbirgt sich eine ganze Menge. Die wurden über ganz viele Jahrzehnte, über mehr als ein Jahrhundert entwickelt in antiautoritären Bewegungen. Und da stecken ganz viele Erfahrungen drin von Leuten in solchen sozialen Bewegungen, wie man sich organisieren kann. Und ich glaube, die spielen in all diesen Strömungen des Anarchismus eine Rolle. Damit hatte ich ja schon gesagt, ich gehe davon aus, eine andere Form von Gesellschaft, eine Vision von einer anderen Gesellschaft, das wird heute dringender, dass wir dafür auch wieder neue Worte finden, neue Weisen, uns zu orientieren. Ich bezeichne das als libertären Sozialismus. Das hat eine ethische Komponente, eine, wie man sich organisieren kann und natürlich setzt auch bei den Produktionsverhältnissen an. Also verschiedene Komponenten. Würde ich sagen, eine vorstellbare andere Gesellschaft ist der libertäre Sozialismus, während Anarchie der Modus ist, das immer wieder in Frage zu stellen und weiterzuentwickeln. Trotzdem ist es nicht so einfach, von sozialer Revolution zu sprechen. Also da gibt es auch berechtigte Kritik, ob das Sinn macht. Ich glaube, es macht deswegen Sinn, weil die Frage ja ist, wo wir hinwollen. Und danach sollten wir uns ausrichten. Daran sollten wir uns orientieren, wo wir hinwollen. Das passiert aber nicht im luftleeren Raum, sondern das ist von bestimmten Bedingungen abhängig, unter denen wir leben. Die müssen wir verstehen und analysieren. Und trotzdem gibt es meiner Meinung nach Sinn, sich sozialrevolutionär auszurichten, mit dem Anspruch, dass wir tatsächlich mit vielen verschiedenen Menschen woanders hinkommen können, in eine bessere Gesellschaft der freien, gleichen und solidarischen. Und trotzdem gilt es immer wieder auch skeptisch zu sein, dieser Vorstellung von so einer umfassenden Umwälzung, auch gerade innerhalb des Anarchismus. Da gibt es viele Debatten darum, über auch viele Jahrzehnte schon, ob man nicht vielmehr auf eine Revolte setzen sollte oder auf so eine Mikropolitik, also so ein graswurzelmäßiges Ansetzen in verschiedenen Punkten und so weiter und eben diese Vorstellung gar nicht verfolgen sollte, die Gesellschaft insgesamt zu verändern, aus verschiedenen Gründen. Und das hat gute Gründe, das so zu sehen. Weil wir uns auf was Konkretes fokussieren, auf was Kleines sozusagen. Und wenn wir das miteinander vernetzen, ist es auch ein radikaler Wandel, der aber nicht darauf abzielt, das eine durch das andere zu ersetzen, sondern eben eher die Entwicklung immer weiter voranzutreiben, anstatt auf so große Entwürfe zu setzen. Und auf der anderen Seite plädiere ich dafür, deswegen spreche ich auch darüber, doch so eine große Vorstellung von einer anderen Gesellschaft wieder zu entwickeln und den Weg dahin zu beschreiben als soziale Revolution. Und das sind sicherlich aber viele Momente des Aufstands oder des Bruchs in verschiedener Weise, die auch mit da einhergehen können, die eben nicht unbedingt in diesem Begriff soziale Revolution selbst aufgehen, aber die da drin auch eine große Rolle spielen. Das wären noch weitere Themen. Also es ist eine wichtige Debatte zwischen Revolte und sozialer Revolution im Anarchismus. Ich finde es vor allem entscheidend, dass wir diese Begriffe neu mit unseren Vorstellungen definieren, dass wir klar haben, was meinen wir damit. Und für mich ist dieser Widerspruch aber trotzdem nur ein scheinbarer. Ich glaube, das lässt sich eigentlich vermitteln, weil ich meine, dass in meinem Verständnis soziale Revolution eben nicht dieses ist, wir errichten jetzt morgen die neue Gesellschaftsordnung. Für mich geht es auch nicht darum, dass ich jetzt sage mit dem Begriff, jetzt müssen solche Gruppen, antiautoritäre Gruppen, alle was ganz anderes machen oder viel, viel mehr machen. Für mich geht es eigentlich damit vor allem um die Orientierung, wo stehen wir, wo wollen wir hin und wie kommen wir dahin. Und das bedeutet für mich dann auch, dass ganz viele Methoden und Praktiken, die Anarchistinnen zum Beispiel machen, schon richtig sind. Die Frage ist für mich, wie orientieren wir uns, wie richten wir uns aus? Und deswegen denke ich, dass wir uns heute schon mit auch einer kleinen Gruppe oder dort, wo wir stehen, sozialrevolutionär ausrichten können. Also uns immer wieder die Frage stellen können, was bedeuten diese scheinbar ganz kleinen, aber auch konkreten Sachen, die wir tun in solchen Gruppen? In welchem Zusammenhang stehen die mit der Gesellschaftsveränderung insgesamt? Und das ist für mich die entscheidende Frage. Und damit würde ich jetzt auch direkt zum letzten Teil kommen. Schön, dass ihr so weit gefolgt seid. Ich habe ja ein paar Kriterien genannt für soziale Revolution und zuletzt jetzt auch begründet, warum ich denke, dass das heute, 2020, Sinn macht, tatsächlich auch wieder so eine Vorstellung zu gewinnen, so eine Vision, wo es hingehen kann.
und eben diesen Prozess zu beschreiben, wie das gelingen kann als soziale Revolution. Da habe ich ein paar Kriterien genannt, Ziele, Mittel zu vermitteln zum Beispiel, dieser Fokus auf das, was da ist, auf das Konkrete, die Prozesshaftigkeit, solche Geschichten. Und das sehen wir meiner Ansicht nach auch bei anderen linksemanzipatorischen so Transformationstheorien, also die sich damit beschäftigen, wie die Gesellschaft grundlegend verändert werden kann. Und zwar nicht nur in einer positiven Bezugnahme auf den Anarchismus, sondern einfach deswegen, weil alte Vorstellungen, wie es anders werden kann, nicht mehr funktionieren. Die Gesellschaft sich verändert hat und gleichzeitig trotzdem eine Notwendigkeit da ist und auch eine Sehnsucht danach da ist, dass die Dinge anders werden können. Wir können dem Namen geben. Also ein Buch ist da zum Beispiel von Eric Olin Wright, Reale Utopien. Der bezieht sich auch ganz wohlwollend auf den Anarchismus, ohne jetzt selber Anarchist zu sein, und betont eben ganz stark dieses reale Utopien, die sind schon da. Wir können davon ausgehen, dass Menschen Alternativen schaffen in diese Form von Gesellschaft. Axel Honneth hat ein sehr komisches Buch geschrieben, Die Idee des Sozialismus. Das hat nicht sehr viel mit Anarchismus zu tun, im Gegenteil, das würde er wahrscheinlich auch ablehnen. Da merke ich aber auch in der Negativfolie, wie er sich abgrenzt von alten Revolutionsvorstellungen, dass die Vorstellung von sozialer Revolution einfach aufgeladen wird mit solchen, die auch denen entsprechen, die ich vorhin als anarchistisch benannt habe. Dann von Bini Adamczak, die hat ein Buch geschrieben, Beziehungsweise Revolution von 2017. Auch da sehe ich in ihrem Verständnis ganz viele Aspekte, die eigentlich stark in anarchistische Richtungen gehen. Also gerade dieser Gedanke von, es sind die Beziehungsweisen in unserem unmittelbaren Umfeld, die wir verändern müssen, aber auch weiter darüber hinaus, das geht sehr stark in diese Richtung. Dann von Simon Sutter-Lüthi und Stefan Meritz gibt das Buch Kapitalismus aufheben, was ich persönlich auch nicht so gelungen finde. Aber auch darin zeigt sich so ein, ich würde sagen, Suchprozess, solche Vorstellungen wieder mit neuen Begriffen aufzuladen. Und auch das adaptiert Aspekte vom Anarchismus. Und schließlich Eva von Redeker, eine feministische Philosophin, die schrieb ein Buch, das heißt Praxisrevolution von 2018. Und darin beschäftigt sie sich ganz schnell ganz viel mit den Zwischenräumen. Das nennt sie interstitiellen Wandel. Wobei sie diesen Begriff auch von Anarchistinnen adaptiert, die den vorher gebracht haben. Und in ihre Vorstellung, die sie entwickelt von Revolution, dockt das ganz, ganz stark an anarchistische Verständnisse an. Das sieht man auch bei ihrem aktuellen Buch von diesem Jahr, Revolution für das Leben. Das ist gerade neu erschienen im Herbst. Und auch darin entfaltet die das nochmal weiter mit einer ziemlich zugänglichen Sprache. Und in all diesen Büchern, die ich jetzt halt genannt habe, merke ich, dass das keine explizit anarchistischen Bücher sind, aber eben irgendwie linke Theorien. Und von dem Inhalt her, wie sie sich Revolution oder so eine große Umwälzung vorstellen, die Ideen ganz stark eben in so eine Vorstellung gehen, die Anarchistinnen vorgedacht haben. Das ist eben die Betonung der Konstruktivität der sozialen Revolution, den Fokus auf die Prozesshaftigkeit, ne, nicht den einen Schlag, sondern eben so eine längere Entwicklung vorher und nach großen Ereignissen. Auch dieses Thema der Vermittlung zwischen Zielen und Mitteln gewinnt da eine große Bedeutung. Und eben dieser Fokus auf das, was da ist, anstatt auf die ferne utopische Zukunft. Und das sind alles Aspekte, weswegen ich denke, dass es wieder Sinn macht, tatsächlich so einen großen Begriff von sozialer Revolution zu thematisieren, gemeinsam auch mit unseren eigenen Inhalten aufzuladen, was wir darunter verstehen. Und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Lust darauf machen. Und um es nochmal am Schluss zu sagen, es geht nicht darum, was ganz anderes zu machen, was spektakulär ist oder mehr zu machen. Die Frage ist vor allem, wie richten wir uns aus, wie verändern wir die Gesellschaft? Denn da gibt es eine ganze Menge zu tun und ich glaube, das ist möglich. Wir können eben dort anfangen, wo wir stehen. Danke. Yeah.